Wir stehen hier vor der Überlebensstation Gulliver, ein Beschäftigungsprojekt des Kölner Arbeitslosenzentrums, dessen Mitbegründer und Vorsitzender ich bin. Ich bin zugleich der evangelische Obdachlosenseelsorger. Was meint und will Überlebensstation? Es ist ein Angebot für den ganzen Tag von 6 bis 22 Uhr an allen Tagen der Woche, damit Frauen und Männer, deren Lebensmittelpunkt die Straße ist, einen Ort zum Andocken haben. Faire Toiletten, Duschen, Kleiderkammer, Unterbringungsmöglichkeit, die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, sich zu stärken und, was unsere Zielsetzung ist, auch in Arbeit zu kommen, weil die Mitarbeitenden, die das ganze Geschehen begleiten, kommen aus der Szene. So neueste Errungenschaft zum Beispiel eine Akkuladestation. Auch die Menschen der Straße sind vernetzt, sozial und kunterbunt. Wo lade ich mein Handy? Wo mein Smartphone? Ja, wir haben jetzt ein kleines Kästchen, dort gibt man sein Handy ab. Es wird mit einem Akku geladen, nach 3 Stunden kommt man wieder. Man muss nirgendwo Strom klauen, das Gerät ist dann wieder okay. Das war so eine Anregung unserer Gäste. Die Freude ist bei uns noch ein bisschen viel geteilt, weil wir Menschen aus dem südosteuropäischen Raum haben, aus dem polnischen, wo der rheinische Karneval so nicht vertraut und bekannt ist. Aber sie lernen ihn kennen, spätestens wenn die Züge dann gehen. Und insofern ist das jetzt schon ein bisschen ein Warming-up für das, was in den nächsten Tagen für unsere Gäste dann dran ist. Ah ja, ist das schön, ist das schön.